Guten Tag, Herr Remekis. Wir sind hier auf der neuen Konferenz Powering the Cloud. Letztes Jahr hatte sie noch einen anderen Namen. Dieses Jahr Cloud ist das absolute, wesentlichste Merkmal. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Ist Cloud wirklich das absolute Nonplusultra in der IT heutzutage? Auch guten Morgen von meiner Seite. Cloud, das ist sicher ein sehr interessantes Konzept, ein sehr interessantes Modell. Und dann auf Ihre Frage zurückzukommen, Nonplusultra, und auch auf die Frage Modell. Viktor Weisskopf, ein berühmter österreichischer Physiker, der hat gesagt, Modelle sind wie die Pläne von österreichischen Zügen. Österreichische Zügen, ja, die haben bekanntlich Verspätung. Und ein Passagier hat einen Schaffner gefragt, warum machen Sie sich die Mühe, Pläne zu erstellen, wenn die Züge sowieso später kommen? Und die Antwort war, um zu wissen, um wie viel später sie kommen. Insofern, Cloud, das ist ein interessantes Modell, das ist ein interessantes Konzept, aber das beansprucht auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist momentan ein gutes Hilfsmittel, mit dem wir arbeiten können. Das haben wir vor vielen Jahren auch diskutiert, der Traum, IT aus der Steckdose. Das ist das, was mehr oder weniger die Cloud anbieten. Da haben wir das erreicht. Das ist momentan das Non-Plus-Ultra. Aber wenn man auch ja dieses Non-Plus-Ultra wieder übersetzt, ja, aus dem Lateinischen, das geht nicht mehr weiter. Und die IT, die hat immer bewiesen, dass die einen Weg findet, solche Konzepte und solche Modelle zu optimieren, dass das doch weitergeht. Herr Remekis, wo liegt denn bei HDS der Fokus, wenn es um das Thema Cloud geht? Frau Hesse, unser Fokus ist immer der Kunde. Ja? Okay, Und wir haben ja die letzten 10 Jahre den Weg für die Cloud vorbereitet mit unseren Virtualisierungslösungen, mit Flexibilität, mit unterbrechungsfreien Migrationen. Und die Instrumente, die wir anbieten, das ist einmal die sogenannte Unified Compute Plattform. Die Unified Compute Plattform, die besteht aus Server aus dem Haus Hitachi, Speicher aus dem Haus Hitachi, Verwaltungsmechanismen aus dem Haus Hitachi. Darüber hinaus haben wir die Hitachi Content Plattform, die nicht nur für die Speicherung von revisionssicheren Daten vorgesehen ist. Ja, die bietet auch ja mobile Möglichkeiten, dass Mitarbeiter von einem Unternehmen ja auch extern auf Daten zugreifen können. Aber auch ja, was den Weg ja zu dieser Cloud betrifft, ich habe ja Virtualisierung genannt. Der zweite Schritt, ja, den wir auch in Kooperation mit anderen Unternehmen vorbereitet haben, war die Anbindung Server-Virtualisierung mit Speicher-Virtualisierung, hier VMware oder Microsoft, denn Server-Virtualisierung ohne Speicher-Virtualisierung und umgekehrt, das ist die halbe Miete. Und jetzt ja der letzte Schritt, den ich bereits erwähnte, diese konvergente Lösungen, bei denen Speicher, Server und Verwaltungsmechanismen angeboten werden. Mit dieser Masse von Intelligenz, die Sie praktisch in Ihre Systeme reinbringen, welche Kunden adressieren Sie da damit? Nicht jeder Kunde braucht ja diese Masse von Intelligenz. Herr Hörmannsdorfer, ja, Intelligenz kann man nie genug haben, ja, glaube ich. Ja, nicht nur bei der Cloud oder bei den Systemen, auch im Alltag. Ja. Und man hat ja dort ja die Flexibilität, das haben wir auch in unserem G1000 Virtual Storage Plattform bewiesen, die Intelligenz zu erhöhen. Das System, das ist ja modular aufgebaut. Man kann dort ja bis zu 104 Prozessoren einbauen, aber man kann das System auch ja mit 8 oder mit 12 Prozessoren betreiben. Ja, was ich damit ja sagen möchte, man hat ja die Flexibilität, auch klein anzufangen und dann im Laufe des Lebenszyklus eines Systems oder eines Modells zu wachsen. Und jetzt Bereich Flexibilität. Die
Unified Compute Platform, ja, die ich jetzt kurz angeschnitten habe, die haben wir für private Cloud-Lösungen angeboten und heute wird etwas angekündigt, das ist ja die Kombination aus einer Private Cloud, die die Unified Compute Plattform ist, mit einer öffentlichen Cloud von VMware oder Azure von Microsoft. Ja, das heißt ja, ich habe meine eigene Lösung, aber wenn das notwendig ist, ja, kann ich auch auf einen anderen öffentlichen Cloud-Anbieter, dass das Unternehmen im Endeffekt ja das Beste für seine Geschäftsanforderungen herausholt. Also letztendlich der Weg zu einer Art Hybrid-Cloud. Genau. Sie haben das richtig formuliert. Genau. Was unterscheidet HDS-Cloud-Lösungen von Mitbewerbern? Also sprich, Ihr Zentrum ist der Kunde. Warum sollte dieser Kunde dediziert von Ihnen die Cloud-Lösung kaufen? Frau Hesse, nach der Cloud kommt oft der Regen. Wobei Regen auch nicht negativ sein muss. Ja, es gibt ja so Länder, die uns beneiden würden, ja, was den Regen betrifft. Ja, deswegen ja, liefern wir Instrumente und Methoden, dass die Kunden nicht in dem Regen stehen. Und das ist so, Cloud, und da komme ich ja zu dem nächsten Punkt, ja, Continuous Cloud Infrastructure, das ist etwas, was wir verbreitet haben, ja, mit unseren Lösungen. Ein wichtiger Punkt, ja, das ist ja die Hochverfügbarkeit von einer Cloud. Ja. Das ist ja wirklich ein extrem wichtiger Punkt und dort können wir uns von anderen Herstellern differenzieren bei den Umfragen, Kundenumfragen, Storage Magazin, das ist ja hier ein Beispiel, hier haben wir die besten Noten immer erreicht. Das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt, ja, die Hochverfügbarkeit. Und Hochverfügbarkeit in einer Cloud bekommt eine andere Dimension, weil seit Jahrzehnten unterhalten wir uns hier Hörmann-Dörfer über Hochverfügbarkeit. Aber wissen Sie, ja, wenn ich nur ein Speichersystem habe, da kann ich sagen, ja, mein Speichersystem ist hochverfügbar. Aber das war am Anfang der 90er Jahre das Problem. Da kam ja die Frage, ja, und was passiert, ja, wenn dieses Speichersystem ausfällt? Komplett. Ah ja, wir haben auch Remote Copy. Wir können spiegeln. Ah ja. Und da kommt ja die nächste Frage. Diese Speichersysteme, die kommunizieren mit Servern. Was passiert, ja, wenn die Verbindung zu dem Server ausfällt? Ah, es gibt Path-Failover-Mechanismen. Jetzt haben wir Virtualisierung. Was passiert, ja, wenn die virtualisierende Instanz ausfällt? Da gibt es auch Mechanismen, dass eine andere Virtualisierungsinstanz ja die Aufgaben der ersten übernimmt. Unterbrechungsfreie Migrationen. Deswegen ja, kommt man auf den Punkt der Hochverfügbarkeit, das ist sehr wichtig. Ein zweiter Punkt, sowohl Server als auch Speicher als auch Software kommen aus dem Haus Hitachi. Wir profitieren von den Erfahrungen und den Schätzen von einem großen Konzern wie die Hitachi Limited, die diese Lösungen nicht nur entwickelt, aber auch selbst in ihrem Geschäft einsetzt. Und ja, das ist die Flexibilität. Flexibilität, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann diese Virtualisierungsmechanismen, die wir bereits in unserem Speichersystem hatten, erlaubt die Kunden sofort die Wege zu Cloud vorzunehmen. Das sind einige Punkte, die ich hier nennen kann. Also komplette Systeme, Verfügbarkeit, Flexibilität, wenn ich jetzt mal die drei wichtigsten Punkte nennen würde. Genau. Und Fokus immer der Kunde, haben wir das gesagt? Ne? Ja, ich glaube, das hatten wir gesagt. Wie aufwendig ist es für einen Kunden, wenn er sich dafür interessiert, wenn er tatsächlich noch nichts hat, so eine Lösung zu installieren? Gibt es da schon Best Practices? Das ist natürlich also kundenabhängig. Wenn das Unternehmen langfristig gedacht hat und in Virtualisierung, in unterbrechungsfreie Migrationen, in Flexibilität investiert hat, dann ist dieser Weg zu der Cloud nicht so steinig. Ein schlauer Athener Politiker, der hat vor 2.500 Jahren gesagt, das war der Perikles, es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorher zu sein, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und wenn der Kunde
in diesen Technologien bereits investiert hat, hat man die Möglichkeit, durch einfache Schritte den Weg in die Cloud vorzunehmen. Wenn man natürlich ja nicht so langfristig gedacht hat, ja, dann muss man ja sehr viele Faktoren berücksichtigen. Gut, ja, darüber hinaus muss man an Sicherheitskonzepte denken, man muss an Unabhängigkeit, die man unter Umständen abgibt, denken. Deswegen ja, ich glaube auch, dass die private Cloud ein sehr gutes Modell ist, dass das Unternehmen, sagen wir mal, seine Unabhängigkeit aufbewahrt, dass das maßgeschneiderte Lösungen für das eigene Unternehmen anbietet und dann auch ja die Möglichkeit, wie gesagt, auch Daten, die nicht unbedingt im Haus vorbehalten müssen, in eine externe Cloud auszuleihen. Das sind ja Punkte, die mir hier einfallen. Ich möchte das Thema Zukunft aufgreifen. Sie haben gerade gesagt, man muss auf die Zukunft vorbereitet sein. Wo sehen Sie denn den Cloud-Markt in 12 Monaten? Auf was müssen wir uns vorbereiten? Wissen Sie, hier spielen ja nicht nur technische, sondern auch ja wirtschaftliche Parameter eine sehr wichtige und gesellschaftliche Parameter eine sehr wichtige Rolle. Laut Institut für Wirtschaft in Köln werden uns Ende von diesem Jahrzehnt 1,4 Millionen Fachkräfte in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Investition in Automatisierung eine sehr wichtige Rolle spielt, weil wir diese Fachleute, die wir brauchen, um unsere Cloud-Lösungen anzubieten, ja nicht unbedingt leicht finden werden. Automatisierung, das ist ja wirklich ja extrem wichtig. Globalisierung, das ist auch ein sehr wichtiger Parameter. Wenn eine Cloud-Lösung, die hier in Frankfurt implementiert ist, ja ausfallen würde, hat das Einfluss auf andere Geschäfte und Unternehmen, die rund um den Globus arbeiten. Deswegen ja so Hochverfügbarkeit, ja, man kann das nicht genug, glaube ich, betonen. Und dann, bevor wir das Gespräch angefangen hatten, haben Sie das Problem auch Bandbreite im privaten Bereich angeschnitten. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, damit auch die Daten, die irgendwo vorgehalten werden, an die richtige Stelle auch rechtzeitig ankommen. Es gibt ja auch so neuartige Cloud-Lösungen oder neuartige Ideen, dass man mehrere Clouds verbinden kann nach dem Motto, wenn ein Provider ausfällt, dann funktioniert auf jeden Fall die andere Cloud. Also es wird ja mittlerweile fast empfohlen, dass ein Kunde, ein größerer Kunde, mehrere Cloud-Provider haben sollte. Können Sie da zustimmen? Haben Sie solche Konzepte schon gehört? Ich habe ja darüber gehört. Das ist ja wiederum auch ein kostenspieliges Spiel, ja, was Sie erwähnen, Cloud und dann noch eine Cloud und dann noch eine externe Cloud. Deswegen, ja, das ist ja die Frage, ja, warum ja konstruiert man nicht ja seine eigene Cloud-Lösung, seine private Cloud. Man behält ja die Flexibilität, ja, die man braucht, man ist nicht angewiesen auf bestimmte Updates, ja, weil das ist auch ein Problem ja in der Cloud. Ja, maßgeschneiderte Anzüge, die sind natürlich sehr gut, aber die sind auch sehr teuer. Und bei vielen Cloud-Anbietern gibt es ein neues Update, aber dieses Update, das kommt ja genau in dem Moment, in dem ich das nicht brauche, in dem das mein Unternehmen das nicht braucht. Und deswegen ja, in so einem Fall ja, würde ich eine private, eine eigene Cloud bilden, die heute mit Instrumenten gebildet werden kann, ja, die wir auch vorhin angeschnitten haben, Unified Compute Plattform, die Möglichkeit, das schnell zu implementieren. Wir haben gesagt, ja, so Fachkräfte haben wir im Unternehmen nicht sehr viele, die sich ja um Tests und Konfigurationen kümmern müssen.
Und das ist ja der Weg, ja, den wir sehen und den wir in dem Markt spüren. Wenn wir jetzt mal von der Technik ein bisschen weggehen, so der Oberbegriff prägt der Hitachi Data Systems, so Business Defined IT. Das ist so ungefähr nach dem Motto, ja, es ist auf jeden Fall die IT, die Storage, alles ist auf den Kunden zugeschnitten. Was soll der Kunde darunter richtigerweise verstehen? Ja, hier hört man drauf, das ist so, IT, das ist eine tolle Sache, deswegen ja betreiben wir das auch, deswegen diskutieren wir auch darüber. Allerdings machen wir das nicht aus akademischem Interesse. Das kann man vielleicht in der Uni machen. Die Unternehmen setzen diese IT ein, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Und in der Vergangenheit ja, wurde oft IT in manchen Unternehmen als eine gewisse Last gesehen. Ja, das ist ein Bereich, der nur Kosten konsumiert. Ja, wir brauchen wieder ein neues System und das muss schneller sein und das muss größer sein und das muss flexibler sein. Ja, und man hat das auch nur mit den Kosten verbunden. Aber das ist klar, ja, wenn ich irgendwo ja in die IT nicht investiere und wenn meine IT nicht zukunftsorientiert ist, ja, dann habe ich ja Wettbewerbsnachteile. Und deswegen, ja, da muss ja diese Kopplung oder diese Wechselwirkung zwischen IT und den Geschäftsprozessen von einem Unternehmen. Was hilft es mir, wenn ich die beste Lösung habe und hinterher die Abteilungen, ja, die Marketingabteilung, nehmen wir ein Beispiel, nicht ja mit den IT-Lösungen des Unternehmens arbeitet, damit man zukunftsorientierte Geschäftsmodelle finden, die das Unternehmen langfristig unterstützen. Und das ist das, was wir damit meinen, eine IT, die im Endeffekt ja die Kopplung zwischen Geschäft und Infrastruktur bildet. Ganz zum Schluss würde ich noch eine gerne provokative Frage stellen oder eine Behauptung. Die habe ich am liebsten, ja. Genau. Diese provokative Frage. Sag jetzt mal, in 5 Jahren wird Cloud alles lokale Storage ersetzen. Was sagen Sie dazu? Frau Hesse, ja, ich bin von Haus aus Naturwissenschaftler. Und das ist so. Man hat eine Menge an Daten. Diese Daten, die müssen irgendwo gespeichert werden. Und davon leben wir als Speicherhersteller. Jetzt, ob das Speichersystem ein Teil von einer Cloud-Lösung ist, eine herkömmliche Lösung, eine hybride Lösung, eine öffentliche Cloud ist, ja, die Daten, die müssen irgendwo gespeichert werden, die müssen gesichert werden, die müssen leicht zu finden sein, die müssen verwaltbar sein. Insofern, ja, egal was die Zukunft bringt, glaube ich, ja, dass wir als flexibler Anbieter von Speicherlösungen, die kundenorientiert sind, egal wie man das Modell nennt, sagen wir mal, ein gutes Geschäftsmodell haben, ja, und das sehr locker sehen. Für Sie ist es irrelevant, wo der Speicher genau ist, ob er in der Cloud ist oder lokal vor Ort beim Kunden. Ob jetzt der Amazon, sagen wir mal, oder Microsoft, ja, die Speichersysteme hat, natürlich vorausgesetzt, ja, sind die von uns, ja, und die Daten dort sind oder in dem Rechenzentrum von einem Unternehmen, ja, die Summe an zu speichernden Daten, die bleibt gleich. Und direkt ja auch für kleine Unternehmen, ja, für kleine Unternehmen, ich spreche auch ja von Anwaltskanzleien oder Zahnarztpraxis, ja, die keine professionelle IT haben, ja, bei der der Schwager oder der Freund, ja, die IT macht, ja, ach, das ist ja doch Cloud eine super Lösung, ja. Die Sicherheit, die ein Cloud-Anbieter liefern kann, können diese Unternehmen ja nicht bekommen, ja. Insofern, wie gesagt, wir sind da sehr entspannt und wir sind Innovationen sehr offen. Also, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und viel Erfolg auf der Messe natürlich noch. Danke, Herr Meister.